Leute und willkommen bei Spectre Divide. Das Spiel ist scheinbar jetzt offiziell draußen, ist auch so ein Spiel, was ich so ein bisschen auf dem Schirm hatte. Das Valorant mit zwei verschiedenen Agents auf der Karte von Shroud. Und ich dachte mir, das ist nicht wirklich groß und kostenlos spielbar. Das sind zwei gute Gründe, es trotzdem einfach mal zu installieren und einfach mal auszuchecken. Und ja, vielleicht macht es ja Spaß, wir werden sehen. Nutzungsbedingungen, ja klar, lese ich mir alles hundertprozentig jetzt durch. Definitiv kann ich das irgendwie, ja. Epileptische Anfälle bekomme ich wahrscheinlich nicht. Hoffen wir es zumindest mal. So, und dann wollen wir mal gucken. Karriere, Kampfpass, okay, Sponsoren. Und hier ist jetzt, hier gibt es natürlich jetzt tausend Sachen. Und ich muss auch das Tutorial definitiv erstmal machen, bevor ich direkt reingehe, denn ich habe ja keine Ahnung von dem Game. Jetzt auf 240 ist das okay, das kann auch so bleiben. Hier reicht es mir, wenn alles auf hoch ist, tatsächlich. Das kann ruhig mal alles an. Das Fahnenkreuz, oh Gott, das Fahnenkreuz, eieiei. Warte mal, kann ich nicht mal die Länge der, achso, doch hier. Genau hier kann man das ändern, von dem ich, was ich ändern möchte. Jetzt muss ich mal gucken. Stärke, jetzt bellt mein Hund gerade richtig laut im Hintergrund. Ich hoffe, das ist nicht wirklich zu hören. Kann ich einfach nur einen Punkt benutzen oder so? Kann ich das auf 0 ändern? 0,1. Nee, 1,0 ist das Mindeste. Okay. Abweichung, Schussgenauigkeit, Bewegungsgenauigkeit, Abweichung der Linien. Ja, kann ich. Und die, ach, die kann man auch nicht weniger als. Ach, das ist irgendwie nervig. Das heißt, ich kann nicht weiter reingehen als das, oder wie? Das, wieso geht das? Wieso geht das nicht? Das ist kinda ass. Ich hätte eigentlich ganz gern, auf jeden Fall, dass es wesentlich kleiner ist. Warum geht das nicht? Das ist nicht so cool. Ha. Muss doch irgendwie gehen, WTF. Das kann doch nicht. Das kann doch nicht gewollt sein. Achso, ja gut, vielleicht aimt man in dem Game. Ach, scheiß drauf. Aimt man in dem Game vielleicht einfach auch viel, sodass das Hüftfeuer eigentlich nicht so krass relevant ist. Ich lasse es jetzt erstmal einfach so. So. Es gibt auch verschiedene Agents und so. Wie gesagt, ich muss erstmal gucken. Lässig, Tutorial, ja. Wie wär's denn erstmal mit dem Tutorial? Und danach erstmal auf ganz lässig in eine Runde rein. Warum muss ich beim Tutorial suchen? Warum startet es nicht einfach sofort? Bin vor allem sehr gespannt, wie das mit den zwei Agents, also das, ich bin ja eigentlich schon mit einem Agent überfordert in Valorant und jetzt soll es hier zwei Agents geben, na das, da bin ich mal wirklich gespannt, ob ich das irgendwie überhaupt hinkriege. Welcome to Santai. Let's start with basic movement. Move towards the highlighted waypoint. Hä, jetzt sieht das Fahnenkreuz doch ganz anders aus. Sieht ja ganz anders aus jetzt. Oh,
Let's cover the basics of duality. Every player will control a second body called a Spectre that you can freely swap between at any moment. We say, one mind, two bodies. You can use duality as a second life, to cover multiple bomb sites across the map, or even to play two angles in the same area. Now, swap to your Spectre and move to the marked location. FPS, bla bla bla. Also hier ist definitiv, warte mal. Maussensitivität, genau, die muss hoch. Okay, das ist jetzt, glaube ich, das ist besser, ja. You're a natural. When you throw the puck, it'll move your Spectre to that location. The puck throw will let you deploy your Spectre to some places you might not normally be able to reach. Use puck throw and swap to continue to the waypoint. Drücke V, um den Puck auszurüsten. Okay. Das heißt also so, ja. Great, you got that. Yep. Move towards the highlighted waypoint. Great, keep going. Jump to clear that obstacle. Crouch to get under that obstacle. Remember, keeping your Spectre alive is key to getting to hard-to-reach places. Ja, du kannst ja überall auf der ganzen Map rumlaufen. You're getting it. Swap. Once you're comfortable with puck throws and swaps, feel free to move to the next area. Now, swap to your Spectre to keep going. Swap bodies to start the weapon training. Before each round of combat, you have a limited time to buy weapons and equipment. Try that now. Weapons are always bought in mixed pairs, with a different weapon on each body. You can try as many as you like right now, but remember, in combat you'll have limited money and time to choose. Ja, okay, ich check schon. While waiting, your Spectre body is able to detect enemy footsteps it hears. You'll receive an alert from your Spectre when an enemy is running nearby. Shoot the enemies as they appear. You always have better accuracy while aiming down sights, even while moving. Nutzt Anvisieren als Schussverhalten in dem Bewegung. Okay, ja. Man soll also wirklich. Also Hüftfeuer ist wirklich nur für ganz kurze Distanzen. You're getting an alert because your Spectre hears something. Swap bodies to check on that threat. Swap bodies to check on that threat. You're doing great. Okay, das ist die Waffe. Kann ich einfach nochmal. Nee, warte. Nee. Pack wieder weg. Ich will nochmal. Achso, ich kann nicht noch eine Waffe kaufen. Aber der hat eine andere Waffe hier. Equipment use is key to success in Sentai Combat. At the beginning of every match, you'll select from a list of sponsors which will determine your three pieces of equipment. Equipment sets are different for each sponsor. You'll want to learn them all. There are two ways to throw a grenade. Use an overhand throw for longest range, an underhand throw for nearby targets. Ah ja, okay. You might need to bounce your grenades to hit enemies behind cover. Ich finde den Grafikstil eigentlich sogar ziemlich cool, muss ich sagen. Irgendwie, der sagt mir zu. Splintering them. Throwing a splinter. Splinter away. Splinter time. Okay. Splinter. So jetzt. You're getting an alert because your Spectre hears something. Swap bodies to check on that threat. Splinter. Throwing splinter. You're doing great. In a match, the attacker's goal is to eliminate all enemies or successfully plant and detonate the Zeus. Let's start by picking up the Zeus. Zeus heißt also hier die Bombe. Okay. You have the Zeus. Let's try planting the Zeus in the designated zone on site A. Braucht circa so lange wie in Valorant. The Zeus will take a while before it detonates, and enemies will try to defuse it before it goes off. Great. Let's move to the next section. Now let's see what it looks like as a defender. Das braucht auch immer kurz, bis man dann tatsächlich sich teleportieren kann, scheinbar. You must defuse the Zeus before it goes off. Okay, dabei kann man sich auch drehen, wie man will. Dauert aber auch ziemlich lange. To win as a defender, you need to eliminate all attackers before they plant the Zeus.
If they do plant the Zeus, you must defuse it before it detonates. Use your knife to take out the enemy through the door ahead. You move faster when holding your knife, so switch to it when you're in a hurry. That enemy dropped the Zeus. Drücke Z, um das Zeus-Gerät anzupingen und dann... Great! Achso. Now head to the exit. Okay. Hier ist Ping. Ping ist auf Z, das habe ich tatsächlich in Valorant auch so. Try walking past this reveal wall. When you do this, your location is revealed to attackers. You'll stop being revealed to enemies once you exit the reveal area. Now let's see what it looks like as an attacker. Pick up a weapon. Bullets can penetrate some types of cover. I've revealed some vulnerable enemy targets. Shoot them! You've been practicing. Total badass. Great job completing your training. Spend some time in the practice range to get familiar with the sponsors, weapons, and your new duality skills. Then get out there and forge your legacy in Sandtai. Aber es gibt ja auch noch Fähigkeiten. Die kommen jetzt noch nicht irgendwie in dem, ne? Oder achso, da gibt's keine Fähigkeiten. Es kann auch sein, dass es einfach keine Fähigkeiten gibt und ich das falsch verstanden hatte. Dass das in dem Punkt nicht so ist wie Valorant. Aber es gab doch verschiedene Agents. Irgendwas Spezielles müssen die haben. Lässig. Standards, diese Matches haben keinen Einfluss auf dein... Okay, ja, Rangliste. Es gibt's überhaupt sowieso noch gar nicht. Ja, dann geht's ja nur lässig. Ja, dann lass uns einfach mal reingehen und Learning by Doing mäßig mal reinspringen in so ein Match. Das Tutorial habe ich schon mal irgendwann auf YouTube gesehen gehabt. Aber noch keinen richtigen Run. Da hört dann jetzt auch quasi, mein Wissen hört dann jetzt auf, was das Game angeht. Crew. Spiele drei Spiele, um eine Crew zu rekrutieren. Um in eine Crew rekrutiert zu werden. Okay, sind das sowas wie Clans, I guess? Umkleidekabine, Waffen. Hier gibt es dann halt Safe Skins und so. Sponsoren. Achso, Sponsoren sind nicht die Sponsoren von dem Game, glaube ich. Sondern sind Sponsoren einfach die Agents? Splittergranate, Rauchverschiebung. Ja, ich glaube, das sind einfach die unterschiedlichen Agents. Also gibt es doch Fähigkeiten. Das ist quasi wie Sova. Das hier ist so ein bisschen wie Sky, glaube ich. Und das ist so ein bisschen, das sieht so ein bisschen nach Brimstone aus. Und der hier hat aber halt einfach Granaten und so, das ist vielleicht erstmal ganz einfach mit dem zu spielen, also vergleichsweise. Los, kann doch nicht so schwer sein, ein Game zu finden. Das Spiel ist ganz frisch rausgekommen. Das müssen die Leute doch hier hoch und runter suchten. Okay, let's go. Okay, jetzt kann ich einwählen. Ja, ich will dann einfach den hier. Pinnacle International. Bloom Technologies. Okay, kann jeder nur jeden einmal nutzen? Ja, ich schätze mal schon. Okay, und das ist 3 gegen 3 scheinbar. Das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst, dass es 3 gegen 3 ist.
Gut, wir starten als Defender. Soll ich einfach mal die kaufen? I guess. Okay. Okay, das ist jetzt krass. Jetzt muss ich überhaupt erstmal die Map auch vor allem kennenlernen. Das ist B. Sie können theoretisch kommen von hier und von da. Wo soll ich jetzt meinen anderen Dude platzieren, ist die Frage. Ready up. Oh Gott. Splinter Grenade out. Die kommen hier schon. Nein! Okay, what in God's fuck ist überhaupt... Ich check gar nichts. Alter, holy shit! Die verteilen ja jetzt schon One-Taps nur, only. Ich habe nicht mal wirklich gecheckt, was hier abging. Zeus has been planted. Da treffen sie auf einmal dann aber nichts bei dem. Finde ich auch ganz interessant. Okay, du hast halt quasi einfach zwei Leben sozusagen. Du hast zwei Leben in jeder Runde. Okay, wir haben 2-7. Vorgeschlagene Ausrüstung. Okay, man. Ach, er kauft dann automatisch sozusagen das, was vorgeschlagen ist. Das ist eine MP, das ist eine MP. Was soll ich denn einfach nehmen? Ja, ich schätze mal, ne? Den tue ich mal hier hin. Sag mal, das ist aber, also sorry Leute, aber solche One-Taps haben meine Mates gerade nicht bekommen. Guck mal, die treffen mich instant. Die treffen mich immer instant. Ich bin eine Millisekunde zu sehen und die treffen mich schon. Okay, jetzt hat er mal nicht sofort mir einen Headshot gegeben. Oh Gott, das war jetzt dumm. Nein, Mann. Natürlich in dem Moment, wo ich hochspringe. Nicht vorher oder später, sondern in dem Moment, wo ich hochspringe. Da dreht er sich wieder um. Lol, und die gucken sie halt wirklich nicht mal an irgendwo. Achso, nee, das war, ich glaube, das war hier gerade sein Klon, den er da hingestellt hat. Ich schätze mal, wenn man den auf der Map irgendwo sieht, kann man den einfach halt abballern und dann hat man einen Freekill. Da, also.
Also die Mates werden sichtlich nicht abgeschossen von den Gegnern. Auf die gleiche Weise wie ich. Vielleicht habe ich da jetzt wieder einfach eine Pech gehabt. Dass die Gegner halt mir zufällig im Laufen wieder Headshots drücken. Kann natürlich passieren. Ist ja in Valorant und so auch nicht anders. Ah! Okay, wie viel Geld gibt's jetzt dafür? 3-3 haben wir jetzt. Ich nehme mal das Ding hier. Wie gesagt, ich kenne mich ja null aus hier. Was ist denn das eigentlich? E. Benutze sofort einen mit dem Spectre verbundenen Boost, der dich 10 Sekunden lang heilt. Dein Spectre erhält eine verbesserte Wahrnehmung und ignoriert die Abzüge für die... Okay, dann haben wir noch eine Blendgranate. Das ist immer gratis und das muss ich theoretisch kaufen, aber ich habe es gerade... Achso, das war in dem Pack mit drin, was wir gekauft haben gerade, okay. Ja, die kommen wir da vorne schon direkt, dann zünde ich hier direkt die Granate. Splinter away. Komm auf A. Zeus is down on the field. Ich seh gar nichts. Hex barrier ready. Okay, der ist down. Ach, egal. Rip. Starting Adrenalink. Achso, ja, das macht natürlich keinen Sinn, wenn ich jetzt gerade nur schon voll bin. Zeus has been planted. Splinter time. Last standing. Wieder ein Headshot von dem Gegner. Alter, die sind krass, die Gegner. Die sind echt nicht schlecht. Aber gleiches Spielchen nochmal, weil ich fand die Waffe eigentlich ganz gut. Kann man Bunny hoppen? Not really, ne? Oder ich mach's falsch. Geht natürlich auch. Jetzt decken wir uns alle hier, oder was? Ja, dann retake ich aber auch nur mit den Jungs hier und nicht alleine. Dann gehe ich auch nicht alleine irgendwo hin. You're revealed. Das sieht ja doch sehr stark nach A aus. Alter, das ist so krank. Die missen nicht einen Shot. Nicht einen Shot hauen die mal irgendwie daneben. Es ist alles drauf bei den Kollegen. Und ich hau alles daneben. Bei mir ist gar nichts drauf. Bin ich... Scheiße, ey, das gibt's einfach nicht. Ich bleib bei Valorant. Ich bleib einfach bei Valorant. Da hätte ich wenigstens hin und wieder mal ein bisschen was.
Ist er jetzt AFK hier? Your team lost. Ja, einfach bessere Gegner. Punkt. Die wollen aufgeben? Wollen sie schon aufgeben? Nee. Come on. Egal, ob wir gewinnen oder verlieren, ich will in der Runde hier wenigstens mal ein bisschen das Spiel kennenlernen. Ich will es noch nicht aufgeben. Ich will ein bisschen weitermachen jetzt erst noch. Wenn die mal hier wenigstens jetzt nochmal kommen würden. Die kommen, sind einmal hier gekommen und danach nicht mehr. Splinter Grenade out! Wo zum Geier sind die und was machen die? Nicht auf B. Ich habe jetzt irgendwie Angst, noch nur einen Step zu machen hier. Okay, die platzieren einfach nicht den Spike oder den Zeus. Sie platzieren ihn einfach nicht. Ist auch okay, I guess. Okay, leichte und schwere Rüstung. Und jetzt vielleicht mal eine Blendgranate noch mit rein. Man kann natürlich schnell und einfach rotieren, wenn ich jetzt zum Beispiel A gehe und dann sofort den Spectre, also wechsle, wenn hier Leute kommen. Aber natürlich müsste dann wiederum einer hier sein, der das sagt. Wobei der Spectre ja auch Gegner erkennen kann, haben wir im Tutorial gesehen. Splinter Grenade! Zeus has been planted. Hä? Ach so, wir haben. Ach so. Der Mate ist komplett weg, der eine. Der ist komplett weg. Ich dachte, der ist irgendwie. Na, okay. Der ist halt das komplette Spiel verlassen. The fuck? Eine Millisekunde wieder tot. Ja, okay, gut. 2 gegen 3 ist ein bisschen arschig, glaube ich. Das ist schon hart. Das ist schon sehr hart.
Alter, und schon wieder! Also One-Taps, jede Runde One-Taps. Das ist schlimmer als in CS2. Du kriegst ja auch in diesem Spiel nur auf den Sack. Holy moly. Das ist krasse Scheiße. Ja, die gehen eh nicht. Die gehen eh nicht B. Warum gehe ich noch B? Okay, es ist eine Runde zum Reinkommen. Wir haben Pech, dass der Mate weg ist. Was soll man machen? Ich habe jetzt auch nicht erwartet, die erste Runde direkt zu gewinnen. Ich finde es eigentlich vom Ding her gar nicht mehr schlecht. Aber ich bin halt einfach bisher immer in einer Millisekunde schon tot und kann gar nicht schießen. Vielleicht wird sich das noch ändern, wenn ich einfach ein bisschen mehr spiele. Splinter away. Unfassbar. Okay, ich hab ihn, aber ich hab ihn. Es ist doch alles gut, alles. Nein, warte. Nicht die C, die E brauche ich, die E. Ich will mich heilen. Und wieder One-Tap. Nein, links. Wieder zu viele. Mann, 2 gegen 3. Das ist so scheiße. Die überrumpeln dich einfach. Die überrennen dich einfach. Achso, muss man eigentlich richtig viele Wins holen? Weil ansonsten würde ich vielleicht wirklich sagen, gehen wir einfach auf. Geht es wieder, weil wenn es wieder bis 13 geht, dann müssen wir ja wirklich, also, ne? Das ist dann nicht so cool. Guck mal, ach man kann das Match nicht verlassen. Lol. Hä, und wie ist der andere dann gegangen, wenn man das Match nicht verlassen kann? Guck mal, es geht nicht, man kann das Match nicht verlassen. Man müsste, glaube ich, raus, alte Vieren. Ah, jetzt sind wir Angreifer. Okay, perfekt, die haben es von Glück. Warte mal. Ich bleib einfach bei der Standardpistole. Hat bei dem anderen Dude ja auch ziemlich gut funktioniert. Don't forget the Zeus. Achso, der hat Verbindung dann irgendwie gekappt oder so. Und wie konnte der Typ jetzt irgendwie aufgeben? Oder hat vorhin Aufgebungswort gestartet? Ich gehe jetzt einfach mit ihm mit. Das ist das Einzige, was meiner Meinung nach so wirklich Sinn macht. Wir müssen zu zweit pushen. Ah, okay, jetzt geht's per FF. Könnte man da gleich mal vorschlagen. Okay. Stabil vom Mate. Aber wir haben den Zeus nicht, ne? Wir haben den nicht. Hexbarrier in place. Splinter! Ah, super. Ich komme von hinten. Last standing. Headshot hat nicht mal ausgereicht. Team lost. Holy fuck, von wo? Jetzt würde ich gerne meine Kamera drehen. Warte mal, Slash. FF. Wie wäre es jetzt mit ja? Ach so, wir brauchen seine... Willst du mich verarschen? Wir brauchen seine Stimme auch? Oder was? Ne, wir brauchen doch seine... Okay. Ne, wir brauchen seine... Die Stimme von dem Lever nicht. Alles klar. Okay, ja, war nice, um die Runde... um jetzt mal ein bisschen das Game kennenzulernen und so. Aber natürlich ist das im 3 gegen 3 sehr fatal, wenn man da einen Mate nicht hat. Es sei denn, man ist halt wirklich gut in dem Game. Aber es ist ja jetzt meine allererste Runde gewesen.
Es schaut trotzdem gar nicht mal schlecht aus, muss ich sagen, aber vielleicht haben wir dann beim nächsten Mal einfach ein bisschen mehr Glück. Also, bis dahin.